Am Anfang des neuen Jahrtausends steht eine Nation vor dem Untergang. Bei einer Arbeitslosenquote von 15% sind 10 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. 80.000 Schüler verweigern den Schulbesuch. Das verlorene Selbstvertrauen der Erwachsenen macht den Kindern Angst. Deshalb wird ein Gesetz erlassen, das BR-Gesetz. Für diejenigen, die noch nie etwas von Kinji Fukasakus Horrorsatire gehört oder gesehen haben, mache ich es ganz kurz. Battle Royale ist so etwas wie die Blaupause im Prinzip für die Hunger Games. Das, was die Tribute von Panem im Prinzip niemals zeigen dürfen, das hat dieser Film auf jeden Fall gezeigt. Es geht um eine willkürlich ausgewählte Schulklasse, die auf einer verlassenen Insel ausgesetzt wird. Und die Schüler sind nun Teil eines sogenannten Spiels, das im Prinzip nur drei Regeln kennt. Es dauert 3 Tage, jeder bekommt eine Waffe und Verpflegung und am Ende darf nur eine einzige Person überleben. Harter Tobak. Das Ergebnis ist wirklich ein ziemlich harter, zynischer und gesellschaftskritischer Film, der hierzulande für sehr lange Zeit als genauso menschenverachtend gegolten hat, wie das System, von dem er erzählt. Das Leben ist ein Spiel. Unsere Nation ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Ich werde euch jetzt erklären, worum es bei dem Spiel geht. Nämlich darum, euch gegenseitig umzubringen. Und es heißt Battle Royale. Battle Royale hat einen fast 15 Jahre langen andauernden Kampf gegen deutsche Behörden mittlerweile hinter sich. Und der Anbieter Cape Light konnte den jetzt für sich entscheiden und hat deshalb ein großartiges Steelbook des Films mit insgesamt 4 DVDs auf den Markt geschmissen. Darin ist nicht nur die ungekürzte Kinofassung, sondern auch ein Extended Cut, der 8 Minuten länger ist. In diesem gibt es dann ein paar Szenen, die nachgedreht wurden und dann in den Film eingefügt wurden. Darüber hinaus wurden ein paar Szenen audiovisuell verbessert und ein paar Filmfehler ausgemerzt. Oder, was man natürlich bei so einem Film definitiv gerne haben möchte, ein paar Brutalitäten mit digitalem Blut ein bisschen verstärkt. Und es wurden durch neue Inhalte auch einige Figuren ein bisschen weiter ausgereift und vertieft, sodass sie nicht mehr ganz so blass wirken wie in der Fassung zuvor. Eine ganz kleine Randnotiz vielleicht für euch nochmal. Der Regisseur bevorzugt übrigens die Kinofassung. Und ein gewisses Maß an Overacting bei solchen Filmen ist das immer dabei, muss man weiterhin über sich ergehen lassen. Und merkt euch eins! Ihr müsst mit allen Mitteln darum kämpfen, erwachsen zu werden. Damit ihr es wert seid, am Leben zu bleiben. Solide Schärfe, gewollt, kühle und triste Farben und seine Sauberkeit zeichnen vor allen Dingen das Bild aus. Dafür muss man leider ein paar Defizite in Kauf nehmen bei den Schwarzwerten und vor allen Dingen auch bei den Kontrasten. Doch das gleichen dann wiederum ein dynamischer Ton mit ordentlichen Surround-Effekten und vor allen Dingen die Extras aus. Ich habe es ja gesagt, diese Steelbox gibt es mit 4 DVDs. Auf 2 DVDs verteilt gibt es da nämlich eine fast 4 Stunden lange Dokumentation zum Film. Und auf einer 3. Scheibe befinden sich unter anderem Clips zur Entstehung der Musik oder in den Proben, Interviews und ganz, ganz viele wissenswerte Infos rund um Battle Royale, sodass man gerne auch mal 2 Tage Urlaub einreichen kann, um sich das alles reinzupfeifen. Alles in allem ein wirklich tolles Wiedersehen mit der bösen Teenie-Gladiatoren-Dystopie. Meine Rankstags sind Kinji Fukasaku, Takeshi Kitano, Fernost-Dystopie-Klassiker, Schulkinder-Todesspiel und Zynisch. Cheers! Coach, Sie sagen, wir müssen einen Plan haben. Ich habe Angst, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern. Aber was zählt ist, dass du die Figuren wieder aufstellst. Sie gewinnt! Sie wird gewinnen! Und einfach weitermachst. Wir sehen zum ersten Mal Lupita Nyong'o seit Non-Stop wieder auf der großen Leinwand und sie stellt unter Beweis, dass der Oscar, den sie damals bekommen hat für 12 Years a Slave, absolut gerechtfertigt gewesen und verdient gewesen ist.